Sigma. Sigma. A world of difference. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Martin Krolop, ich bin Fotograf und heute werden wir uns um etwas Großes in einem Kleinen kümmern. Ich greife mir einfach mal die Kamera, um die es heute geht. Und ja, Kamera, nicht um Objektive. Wir haben hier eine Sigma DP2 und es gibt auch noch eine Sigma DP1. Ja, diese kleine Kamera, die hat etwas ganz Besonderes und das wäre, naja, an dieser Stelle muss man vielleicht ein bisschen ausholen in die Kamera, in die Fototechnik. Es ist vielen nicht bekannt, dass herkömmliche Kompaktkameras Sensorgrößen, also die Chips, die das Licht auffangen und verwandeln in ein Foto, dass die eine Sensorgröße haben, die oftmals kleiner ist als ein Fingernagel. Und das Besondere an den beiden Kameras, die jetzt von Sigma herausgebracht worden sind, ist, dass in dieser Größe, also der herkömmlichen Größe einer Kompaktkamera, ein Sensor aus dem digitalen Spiegelreflexbereich verbaut wurde. Und der ist bis zu 12-mal so groß wie dieser kleine Fingernagelsensor, um das mal so zu sagen. Und mit dieser Tatsache gehen natürlich auch sehr viele Vorteile einher. Um das mal ganz reduziert auf einen Punkt zu bringen, man hat die Qualität einer digitalen Spiegelreflexkamera in dem Gehäuse und in der Größe einer kompakten. Sigma hat in den beiden Kameras den regulären Sensor aus dem Spiegelreflexprogramm verbaut, den Foveon-Sensor mit 14 Megapixeln. Und der Vorteil dieses Sensors ist, dass er farbsichtig ist, das heißt, die Farben werden getrennt und auf unterschiedliche Ebenen im Sensor projiziert. Und dadurch bekommt man Bildqualität, Bildlook und Rauschen der wirklichen großen Spiegelreflexkameras, wie gesagt, in diesem absolut winzig kleinen Gehäuse. Was mich als Fotograf natürlich noch interessiert, ist das Objektiv, was an der Kamera hängt. Und an den beiden Kameras hat Sigma meiner Ansicht nach die perfekte Lösung gefunden, indem sie eine Festbrennweite eingebaut haben. Die Festbrennweite, die wäre bei der Sigma DP1 28 mm, bei der DP2 41 mm. Wir haben also hier zwei Varianten, einmal etwas weitwinkliger und einmal eher im normalen Brennweitenbereich. Die Verwendung einer Festbrennweite ist insoweit auch konsequent, als dass man bei einem so großen Sensor auf die Qualität gesetzt hat. Und nur eine Festbrennweite bietet eben die Möglichkeit, diese Qualität bis ans Limit auszureizen. Bevor wir noch zu einer letzten Einschätzung der beiden Kameras meinerseits kommen, möchte ich nochmal zusammenfassen, dass Sigma mit der DP1 und der DP2 es geschafft hat, kleinstes Gewicht ohne Kompromisse bei der Qualität in eine Kamera zu setzen. Ich selbst arbeite sehr gerne mit Festbrennweiten und das ist auch genau das, was mir an den beiden Kameras besonders gut gefallen hat. Denn Festbrennweiten, die fordern den bewussteren Umgang mit der Fotografie und der Szenerie und das zeigt sich sehr deutlich an den Fotos. Wir haben hier also eine Kamera, die wir immer mit bei uns haben können, ohne Einbußen in Qualität hinnehmen zu müssen. Und damit sind die DP1 und die DP2 Kameras für den Künstler und Individualisten in uns. Das wäre es von mir zu diesen außergewöhnlichen Kameras von Sigma. Ich wünsche noch viel Spaß beim Fotografieren. Euer Martin Krolop.